Weiter mit Jude Spice Horse. Ein Dorf haben wir befreit, vier noch nicht. Ein Negativ-Event. Unsere Raketenbatterien haben weniger Kraft und erleiden mehr Schaden. Aber wir haben mehr Kraft für unsere Einheiten. Das sind die Ergebnisse von gerade. Und weit. Wir haben kaum noch Truppen, weil die Söldner, die waren nur 20 Tage in unseren Diensten. Da sollten wir schon mal welche ausheben. Und jetzt schauen wir mal, weil die können gleich hier hinfliegen. Der Flugplatz ist fast fertig. Jetzt sind sie da. Jetzt schicken wir die alle per rüber. Oh Gott, wie machen wir das nochmal? Fähre, 120 Geld. Alle auf einmal. Pro Einheit 6. Und hier vorne bitte hin. Da werden sie abgeholt. Das macht uns schön mobil. Der Anteil ist, glaube ich, schon auf Automatik rückholen, habe ich den gestellt. Habe ich schon gemacht. Ein Sandwurmangriff. Wir müssen gucken, dass wir die Steuern bezahlen. Geh mal kurz ein bisschen höher hier. Da sind alle unterwegs. Wir haben einen größeren Trupp, sehr schön. Ja, mach das, unbedingt. Hier können wir gleich. Hier vorne können wir schon ein Spice-Silo bauen, damit die Raffinerie hier vorne gleich mehr produziert. Das ist eine gute Idee. Ein Wartungszentrum können wir hier auch schon mal bauen. Und? Sehr schön. Gleich ist die Region hier dabei. Achtung! Und? Ist befreit! Wir können die im Augenblick noch nicht angreifen, aber wir hatten die doch friedlich dazu geholt, oder? Hatten wir nicht geklickt auf wir wollen euch friedlich holen? Oder weg? Doch, sie ist bei uns. Ah, und die anderen können die auch nicht angreifen im Moment. Das ist ja mega cool. Jetzt bauen wir zuerst die Raffinerie hier hin. Truppen beisammen. Ein relevanter Ort untersucht. Einmal eine wissenschaftliche Sache beschleunigen. Das wollen wir jetzt hier unten beschleunigen. Das wollen wir uns hier unten mopsen. Gar nichts. Wir müssen jetzt einen Plan machen, was wir uns als nächstes holen. 20 Arbeitskraft brauchen wir nicht. 47 Autorität, unbedingt. Her damit. So Leute, wir haben schon wieder 150 Autorität. Wir können eine weitere friedliche Annexion durchführen und oder jemanden angreifen. Wir könnten versuchen, einen von den beiden zu holen. Der Außenposten feuert sehr weit. Hier sind 5 Milizen. Da sind 5 Milizen. Sind da Raketenbatterien? Nee, ne? Netterweise keine. In die Region. Solari-Produktion. Sollen wir versuchen, die zu bekommen hier? Oder sollen wir versuchen, die hier zu bekommen? Was ist das hier?
Geht beides im Prinzip. Welche versuchen wir zu bekommen, Leute? Das sei dichter, deshalb sei es auch billiger. Wir werden dann kompakter. Dann müssen wir hier auch keiner. Wir haben ja schon jede Menge Raketenbatterien. Was sind das hier für ein Ort? Der steht weiter weg. Der steht weiter weg vom Außenposten, von deren Hauptbasis als der hier. Der sollte einfacher sein. Wir machen das. Wir holen uns erst noch ein bisschen Verstärkung. Wir brauchen erst noch mehr Geld. Hier schon mal runter, bitte. Doppelte Spielgeschwindigkeit bei WB. Ornithopter können an Ernte angebracht werden und bringen mehr Spice. Wie geht denn das? Kann ich einem Ornithopter sagen, hier, flieg bitte, obwohl hier sind die immer noch am Erkunden. Kann ich dem Vierer zum Beispiel sagen, du kannst dich an einen Ornithopter dran behängen? Im Ernst? Ja. Klappt das hier? Geht das einfach bei Rechtsklick oder wie? Mal gucken, ob das funktioniert. Macht er das hier jetzt? Nee, ne? 5% mehr? Tatsächlich. Verstecktes Feature. Und der Dreier war hier unten. Ja, wohl, ich hätte den Dreier gerne lieber als Erkunder hier vorne. Oder wir gönnen uns einen weiteren Ornithopter. Wir bauen einen fünften. Den Dreier fliege ich mal zum besseren Beobachten der Feinde. Hier hin. Pascal, immer noch da? Freut mich. Nicht müde? So, Crewmitglieder hinzufügen. Das ist die neue Raffinerie. Automatischer Rückruf einmal einsetzen. Dann hatten wir hier ein Wartungsgebäude gebaut, ein Wartungssilo. Wir könnten hier noch einmal... Also ich würde schon, wir könnten hier eine Raketenbatterie mal doch einmal eine bauen hier. Leisten können wir uns die. Die Frage ist, feuert die weit genug? Das ist für den Fall, dass wir hier scheitern und uns zurückziehen müssen. Bis hierhin können wir ziehen, hier vorne nicht, da ist Sand. Ich weiß nicht, ob es nötig ist, aber notfalls, wir haben genug Plastik, können wir die auch wieder abreißen. Sollen wir es machen oder sollen wir es lassen? Alternative wäre hier vorne Gebäude bauen, mit denen wir... Hier, Gebäudebaukosten sind viel billiger. Lass uns doch hier Wirtschaftsgebäude setzen. Wir haben nicht mehr viel Wasser. Wir könnten hier ganz billig einen Tausammler bauen, der 3 Wasser generiert gegen 6, gegen 3. Großmarkt, 4 Solari mehr. Wartungszentrum haben wir nebenan. Plastahlproduktion in Plastahl ertrinken wir. Eine Militärbasis haben wir schon oben gebaut, ne? Mit der wir in Nachbarregionen stärker sind. Ja, die ist schon da. Wir brauchen woanders erstmal Wasser. Wir müssen mal gucken, wo wir nochmal uns mehr Wasser holen. Da ist schon eine Windpfanne. Hier können wir welche bauen. Das ist ein neues Gebiet. Windstärke 4. Ein Spice-Silo brauchen wir definitiv nicht. Eine Windpfanne hier hin. Und hier vorne. Dann brauchen wir die Windpfanne hier nicht, aber die Baukosten sind zu gering. Und dann machen wir hier erstmal einen Großmarkt hin. Jetzt versuchen wir hier schon mal einzelne Leute rauszulocken für den Angriff. Sir?
Zaun wieder ab. Jetzt wieder auf den hier. Jetzt der hier. So, und jetzt ziehen wir uns erstmal wieder zurück und holen uns noch wieder mehr Militär. Aber auch ein bisschen mehr Geld gerade. Geld geht alle. Wir könnten versuchen, ob wir irgendjemand was verkaufen können. Wir ertrinken in Plastal. Die Schmuggler brauchen keinen Plastal. Die Fremen auch keinen. Mit Außerkonnen handeln wir nicht. Solari sind ihnen auch nicht so wichtig. Und Spice wäre ihnen sehr wichtig. Aber der Spice-Kurs ist auch ein sehr schnell guter. Wir können im Augenblick keine Handelsgeschäfte machen. Das bietet sich von den Kursen her nicht an. Nee, wir können nichts machen. Muss erstmal warten, bis wir wieder 500 Geld haben. So, wir haben eine weitere Forschung abgeschlossen. Dadurch, wir wissen, was der nächste Spice-Wechselkurs ist. Wir wollen dorthin. Mehr Crewmitglieder für Ernter. Spice-Wechselkurs wird in 7 Tagen um 1 sinken. Boah, ist das krass. Das heißt, wir sollten im Augenblick alles verkaufen, was irgendwie geht. Im Augenblick sind wir bei 2,7. Das ist echt krass. Verkaufen alles, was geht. Bau abgeschlossen hier vorne. Ein Großmarkt, eine Raffinerie. Wartungszentrum war schon hier vorne, ne? In der Region hier stand ein Wartungszentrum. Keines. Wir hier vorne eins hingestellt. Da war eins. Der wird, glaube ich, von oben abgedeckt. Dann brauchen wir hier keines. Ein Spice-Silo. Instandhaltung 6. 20% mehr Spice hier vorne dran. Könnten wir auch hier bauen. Aber hier sind noch jede Menge freie Bauplätze. Machen wir mal. Hat man den Großmarkt schon gebaut hier? Ein Spice-Silo hier hin und das war's dann. Der 5. Ornithopter sei fertig. Wunderbar. Da ist er. Das ist, glaube ich, der hier. Und mit dem mal einen weiteren. Da können wir den ja zum Beispiel beschleunigen. Und die haben auch nichts mehr zu tun hier. Die haben wir alle schon entdeckt. Dann können die hier auch helfen. Wird der hier schon? Nee, ne? Beschleunigen. Der Dreier ist der einzige, der ja lediglich für Erkundungszwecke eingesetzt wird. Ein 8. bricht an. Wir können 2 neue Söldner rekrutieren. 3. Yes. 4. Ein Geld schwimmen, Leute. Wir greifen jetzt an. So, mit denen allen fliegen wir jetzt einmal rüber. Hier vorne hin.
einen Sandwurm wurde entdeckt. Er wird aber sicher gerettet hier. Konzilabstimmung läuft. Haus Harkonnen will zusätzliche Agenten bekommen. Alle Fraktionen halten 3 Solari pro kontrolliertem Dorf. Das sollte uns sehr viel Solari geben. Feindliche Einheiten innerhalb der Grenzen unserer Fraktion. Dann verliert der Feind an Einfluss. Könnte man auch machen. Das welche Fraktion denn? Haus Corinio? Was? Die sind doch gar nicht mit dabei. Das verstehe ich gerade nicht. Alle Fraktionen erhalten das. Wenn feindliche Einheiten innerhalb der Grenzen... Wir verlieren einen Einfluss, wenn wir irgendwie in der Offensive sind. Gilt auch umgekehrt. Wir sind mal dagegen. Das ist so ein unberechenbares Element. Aber wir geben Geld dafür, dass alle viel Geld, dass man pro Dorf Geld bekommt. Das ist für uns hilfreich. Wir haben garantiert die meisten. Und hier sind wir. Wir lehnen das mal ab hier. So, jetzt werden unsere Söldner rübergeflogen. Jetzt gehen wir wieder in den Angriff. Da kommen sie. Ich hoffe, das reicht. Wir können auch mal 2 Truppen rekrutieren. Ein Ernter. Einmal einen Sitz setzen, bitte. Hier kann man nicht mehr bauen, ich wüsste nicht was. Neue Einheiten, einmal schnell rüberfliegen, bitte. Das ist die Normalgeschwindigkeit. Das sind die Nahkämpfer. Will mal einen Ring drumherum. Ich hoffe, das klappt. Feinde ziehen noch nicht auf uns zu. Und jetzt. Haben wir noch weitere Truppen irgendwo? Die fliegen gerade rüber, ne? Müssen überlegen, wen greifen wir wo an? Das ist... Oh, schwere Miliz. Schwere Miliz, das sind die Fernkämpfer. Fernkämpfer in Nahkampf nehmen, wenn wir nicht schaffen. Wir haben einen Nahkämpfer hier. Damit gehen wir gegen die Springmiliz hier, weil die macht Flächenschaden. Und alle anderen sagen wir bitte einmal auf einmal ballern auf. Der ist hier in der Nähe. Einmal tot, dann auf den nächsten. Kommt Verteidiger? Da kommt einer, da müssen wir aufpassen. Die bekommen Entsatz gleich. Jetzt alle bitte auf den Sprenger hier. Jetzt alle auf den Fernkämpfer. Wir haben kaum Panzerung. Jetzt alle bitte auf den Fernkämpfer. Jetzt bitte alle auf den auf den hier. Unser Fremensöldner ist gestorben, aber wir befreien das Dorf. Yes. Achtung, oh, jetzt müssen wir erstmal alle die noch killen. Das wird heftig.
Es geht nicht ohne ein bisschen Micromanagement hier. Einen Halbkreis bilden, bitte. Und jetzt müssen wir nochmal einmal angreifen. Sind die Milizen wieder drin? Nein. Jetzt wird's schwierig. Neue Truppen ausheben. Sie sind da. Das sind die beiden. Einmal rüberschicken. Neuer ausheben. Alle auf den Kollegen hier vorne. Jetzt auf den Sprenger mit dem Flächenangriff. Ja, jetzt auf. Haben beide Schilde. Der hat, glaube ich, keine Schilde. Ach, das ist so einer, der sich aufteilt in zwei andere, wenn er stirbt. Zwei schwächere. Schaffen das. Jetzt sind, sollten hier wieder Truppen angekommen sein. Neue Truppen sind ausgehoben, hier vorne. Einmal wieder ins Flugzeug, einmal rüber. Hier vorne landen. Neue ausheben, mehr haben wir genug. Es ist noch grün. Es ist immer noch grün. Wir haben noch, wir können es schaffen. Es können nur keine Feinde. Es dürfen nur keine Feinde mehr auftauchen. Wir bilden einen Halbkreis. Das sind die letzten tapferen Söldner hier. Drückt ihnen die Däumchen. Es darf jetzt niemand mehr kommen. Truppen ausheben. Truppen abholen. Hier vorne geht's hin. Rüberziehen, hier vorne hin. Die regionierten Flughafen. Du meinst, ob die hier, ob die einen Flughafen haben? Dann wären die doch mit Flughäfen, mit Flugzeugen auch gekommen, oder? Die haben keinen mehr. Doch, die haben ihren eigenen Flugplatz. Wenn wir den erobern, Leute, das wäre so cool. Jetzt versuchen wir das zu befreien. Sandwurm entdeckt, aber nicht bei uns. Das ist unsere Belagerung, nicht zugewiesener Agent. Ganz schnell, Mariam. Noch mehr Geld hier drüber, bitte. Wie viel Einfluss haben wir? 223. Söldner. Söldner. Söldner rüberfliegen. Hier hin, bitte. Beim Freien wird der Flughafen zerstört. Schade. Das schöne Geld wieder weg. Das sind wieder Sandwürmer. Ja, es war nicht so schlimm. Handelsanfrage der Schmuggler. Sie bieten Gold und Spice. Wie ist der Wechselkurs mittlerweile? Noch ist er top. Noch lassen wir alle so, wie es ist. Bald ist das Geld alle. Einfluss weg, Plastahl weg. 1000 Geld. Wir baden in Plastahl. Das bekommen die von uns. Wir werden nach dem nächsten Wechselkurs Geldprobleme haben. Ein Söldner kostet 5000 Solari. Machen wir sofort. Top. Vielleicht können wir von den Fremen auch was Gutes bekommen. Fremen legen Wert auf Einfluss. Ich würde noch einen Moment abwarten.
wieder haufenweise Söldner da. Entschuldigung, es war an der falschen Stelle, sondern hier sind ganz viele, 6 Stück. Einmal rüberfliegen nach hier vorne hin und die beiden schicken wir schon mal hier rüber. Leute, wir schaffen das. Das wird das zweite sein. Ein Ernter. Inaktiv. Einmal bitte wieder einsetzen. Da kommt die Verstärkung an. Als nächstes holen wir uns das hier. Können wir auch direkt runterlaufen gleich. Ich glaube, wir können sogar schon Truppen zurückziehen, denn wir haben hier, ja. Räuchertofu, danke dir fürs Zweite. Verdammt spannend, ne? Vielleicht ist es hier befreit. Yes, sir. The spice must flow. So ist es. Und? Ich gehe meine Geschwindigkeit wieder rauf. Das ist das nächste Ziel. Proviant, da können wir nachher endlich mal den Vorratsabwurf machen. Da ist das Dorf. Und da klicken wir jetzt auf friedliche Annexion. Schnappen uns alle Leute hier, die wir haben. Und ihr auch. Marschieren hier runter. Wir ziehen das durch, Leute. Wir müssen außer Reichweite des Außenpostens bleiben, sonst gibt's Ärger. Wir haben 2 befreit, 3 bleiben übrig. Jetzt bilden wir hier wieder einen Halbkreis drumherum. Hier sind 5 Milizen drin, wir haben Glück, 3 Distanzmilizen. Eine schwere nur. Wir bilden einen Halbkreis drumherum. Einen Kreis drumherum. Dass wir von allen Seiten aus problemlos feuern können. Achtung, das ist mir egal. Kasselliche Steuer bezahlt. Wechselkurs jetzt bei 2-3. Wir gehen im Lager wieder hoch. Einmal so. Jetzt können wir schon angreifen. Feindliche Truppen nicht zu sehen. Dritter Angriff. So, jetzt schnappen uns wieder alle Söldner, die wir haben. Und suchen uns ein Ziel. Und jetzt ballern wir doch erstmal den Infanterie-Typ hier über den Haufen. Und da fällt er. Jetzt eine Fernkampfeinheit hier. Eine hier. Und einer bleibt übrig. Und nochmal befreien. Das wird das dritte sein. Die beiden anderen werden etwas schwieriger. Ein Dorf hier. Wir müssen außer Reichweite des Außenpostens bleiben. Das heißt, wir müssen hier die Leute ein Stück im Stich lassen. Yes, mit dem wollen wir hier mal Erkundung machen. Okay. Leute, wir schaffen das.